Hallo. Und damit willkommen zu einer weiteren Aufnahme Minecraft mit mir, dem Tem, zusammen mit Schonwer, Chi, die streamt, Marcy, Rob und Blacky. Das einzige Vernünftige wäre gewesen, die ganze Welt für 14 Tage einzusperren. Ja, wie in China. Das geht halt leider nicht. Na, haben wir jetzt viele. Ich meine, Italien hatte das dann, wo es so krass war. Hat Österreich jetzt nicht auch so einen mega krassen Lockdown im Moment? Ach, keine Ahnung, andere dritte Weltländer hier. Was ich irgendwo hab ich gesehen, dass die Chinesen oder also so tatsächlich glücklich sind. Ich sehe nichts, aber ich höre es bloß randalieren im Hintergrund. Das habe ich dann nicht verstanden. Die Chinesen waren tatsächlich glücklich über ihren Diktator, weil der hat halt einfach gesagt, hey, ihr nicht mehr raus, ab was weiß ich wie viel Uhr. Also, mega Lockdown, die bleiben zu Hause, wenn sie nicht raus müssen. Und denen geht's halt also Corona-mäßig relativ gut. Na, es ist aber auch so, dass jeder, der trotzdem rausgeht, dann halt direkt abgeknallt wird. Perverses Schwein. Ich weiß nicht, ob du das in meinem Stream gesehen hast. Die hat sich halt wirklich von oben nach unten aufgelöst, als würdest du sie runterziehen, weißt du? Was passiert hier? Ich habe nur meine Hose ausgezogen, die ich nicht anhab, sondern meine Rüstung. Natürlich. Ich gehe mein Hamster füttern. Bis gleich. Ja, macht Sinn, aber der Grund ist, die holen sich keine Kurzarbeiter. Ist gerade so mal Arbeitslosigkeit. Einfach, weil die erst ihre sowieso überlasteten Ämter erstmal verwenden. Und anstatt eine 12-Euro-Stelle einzustellen, holen die erst die armen 2,50 Bundesfreiwilligendienste. Ja, macht schon Sinn, weil man gibt ja kein Geld aus. Man will ja überall sparen. Soll ich boosten? Bitte nicht. Ich hatte jetzt die Hose oben. Oh, das hat nicht geklappt. Ist einfach wirtschaftlich, das pisst mich an. Verstehe ich voll, dass sich das anpisst. Also ich verstehe es auch von der Seite vom Bund her, aber klar ist das für dich richtig scheiße. Zumal wenn du ja geplant was komplett anderes gemacht hättest. Nee, nicht rennen jetzt! Ich krieg dich. Okay. Schon wer? Chi, pass auf! Sieh mich an! Nicht die Hose ausziehen, ich habe Angst! Nein, mach ich nicht. Da okay, ist Kacka drin, das stinkt nur. Sieh mich an, schon wer drückt den Hebel. Ich glaube, du hast eine Hose unter deiner Hose, oder? Okay. Schau Tem an. Ja, schau mich an. Konzentrier dich. Da ist ein Flitzer. Der lenkt mich ab, oder? Der lenkt mich ab, der Flitzer. Wo bist du? LOL, das hat bei dir eine Baby gespawnt. Warum ist er? Tem hat sich verwandelt. Ich hab Angst. Tem hat sich verwandelt. Hoppala. Das hat bei dir einfach eine Baby gespawnt. Ich dachte, du hast Tem getötet. Hier hast du Enderperlen. Du Hurensohn hast mich getötet! Okay, hier hast du mich getötet! Aua! Was? War ich nicht, Tem ist tot. Das waren 4 Herzen. Ja, also okay, zieh die Hose an, du Penner. Hab ich. Guck mal mit. Ah! Scheiße! Hier hoch. Ich hab's nicht richtig gemacht. Nochmal. Okay. Mit Shift gehst du jetzt hier so hin und versuchst sie einfach gerade nach unten zu schießen. Aber nicht in Schonwer rein. Schonwer, du hast da einen Pfeil im Arsch. Oh, jetzt ist er weg. Oh, ich bin reingefallen. Seitlich raus. Du schaffst das, Chi, du bist ein großer Junge. Okay, Chi hat mich teleportiert! Aber wie soll ich denn? Ich schaff das nicht. Shift! Ich bin gefallen, fuck you! Oh, hab ich Essen dabei? Wieso hat's dich nicht teleportiert? Mich hat's in sie teleportiert. Weiß nicht. Frechheit, warte. Chi, pass auf! Geh mal auf die vorletzte Stufe hier. Und guck den großen Tem an. Der sneakt dahin, bis er nicht mehr laufen kann, weil er Shift drückt. Ich werde das als ja. Dann guckt er quasi gerade nach unten und macht zack. Und dann geht er woanders hin. Nicht ins Wasser. Ja, das sieht gut aus. Okay, jetzt gehen wir hier runter. Und sobald jemand auf den Button drückt... Chi, drück den Hebel, Gronkh. Nicht da, den Button. An dem Stein. Ja. What the fuck? Holy! Ich war in Schwer! Ich will nie wieder in Schwer sein! Das ist warm und feucht! Und habe ich. Das Coole daran ist, wir könnten das beim Robland hinmachen für jeden eins. Dann kann man Leute damit so gesehen herrufen. Und treu. Dann muss man nicht den ganzen Weg laufen. Und wenn man zum Beispiel in der Hölle ist,
und nicht mehr zurückfindet, dann drückt einfach jemand auf den Button. Geht das durch Dimensionen, eine Hinterperle? Noch nicht getestet, das will ich jetzt mit dir testen. Oh, okay, ich werf rein. Ich werf rein. Ein halbes Jahr, ach du Scheiße. Ich bin zu dumm. Schwarze Magie, das ist illegal. Sagt Herrn, keep inventory. Ich meine, der hat auch einfach seine Hose auf dem Schwein. Ich sag Bescheid, wenn ich da bin. Ja. Ich geh wieder nach Hause, ich hab Angst. Ii, wo bist du? Auf dem Weg nach Hause. Okay. Unser Schunwe ist genauso fit wie wir. Ich mach mal fertig. Ist der Weg jetzt fertig? Ich hab jetzt. Was meinst du? Ich glaub, der Weg bei mir ist fertig soweit, oder? Also nächste Etage jetzt. Ich bin in der Hölle, schon wer? Durch auf dem Bad. Mein altes Haus hier. Hat's geklärt? Weißt du, das habe ich mir aber so schön in den Wald reingebaut, mein altes Haus. Und jetzt ist da fetter Rob Tower, der wie ein riesiger Penis-Phallus-Symbol dasteht. Zwei Häusern daneben. Schade. Rob mag es. Es ist aber immer noch nett für Erkundungen. Wenn es ringsherum gebaut wird. Wenn wir alle losgehen und dann ist keiner mehr beim Knopf, weißt du? Ja, genau. Drück jetzt den Knopf! Nee, die ist ja jetzt weg, weil ich schon einmal drauf gedrückt habe. Dann bräuchte man vermutlich zwei davon immer für jeden. Holz für G! Ja. RB kann auch für jeden von uns nochmal einen Turm bauen, wo nur 50 solche Dinger drin sind. Genau. Ich muss das halt nur noch ausfackeln. Will ich das? Blackie, ich glaube, ich brauche ganz, ganz viel Eisen für ganz, ganz viele Laternen, um alles auszuleuchten. Ja, im Shop ist was. Bist ja, du da gerade? Nee, ich mal meinen Weg auch mal ausleuchten. Ich kann das aus dem Shop holen, dann können wir das in den Ofen hauen. Sie ist schon viel zu alt. Hier muss ich auch eigentlich. Eine Laterne mit ihr. Rob, wo ist die Farm? Welche Farm? Welche Farm? Ja, die für Gunpowder und so. Du hast ja die alte weggemacht, ich wollte mich da hinstellen, aber die ist weg. Ich weiß wo. Die ist explodiert. Die ist explodiert, da war ich dabei. Aber die ist bestimmt wieder ganz. Ja. Schon auf der Karte siehst du die eigentlich relativ schnell, die ist gar nicht so weit weg. Boah, mach Heile. Was soll ich Heile machen? Liegt mein Boot jetzt alles. Nein. Everything! Ich hab mich angespuckt. Erin! Du bist ein Video Game Boy! Boy. Nicht geil, wenn man noch nichts gegessen hat außer Kuchen. Das stimmt. Ich hab noch Gueno hier rumliegen. Nein, erst Chili aufessen. Nee, das ist kein Chili, das ist Curry. Das ist ein Unterschied. Nicht wie schon, wer es macht. Genau. Doch, das ist ein Unterschied. Ich hab grad gebuddelt, jetzt bin ich in Cheese Keller. Finde ich gruselig. Du bist auf ihrem Haus gelandet, dann einmal quer mit der Axt durch. Dabei ist mein Keller noch gar nicht als Folterkeller ausgebuddelt. Noch. Ausgedingt. Ich hole Eisen, Frotschi. Ich mag die einfach rumrübsen, Meter nicht. Das macht irgendwie weh. U-Bahn-Loch. Ja. Was? Schon wieder, was weißt du mit da einfach rumhüpfen, Meter? Rübsen, nicht hüpfen. Ach, rübs! Mega. Drop, hast du die Schienen gefunden? Nee, noch nicht. Ich hab grad einen Tunnel gegraben. Achso. Hab ich auch. Die sind im Schoben. Hab ich nicht. Oh. Ich glaub irgendwie 6, 7 Stacks oder so. Moment, Rob, hast du eigentlich auch die Bambus? Nicht Bambus, die anderen Farmen, wo auch die alte Mob-Farm war, hast du die rübergetan oder ist sie jetzt noch komplett weg? Nicht, nee, diese momentan existieren die nicht. Ah, okay, aber du hast es vor. Ja. Okay. Ja. Außer die Blaze-Farm, weil die braucht kein Mensch mehr, glaube ich. Die, ja, die kann. Die Nein, kann die braucht halt ich. Okay, dann aber die kann da bleiben. Vor. Ja, die ist schon weg. Wer ist auf dem Weg? No, I need this. Alles weg. Ich setze den Spawner in dein Haus. Ja. Setz den Cheese House, hast mehr Platz. Ja? Ich gehe jetzt. Viel Spaß noch, Lutz. Viel Spaß. Ich bin gerade schon wieder dumm. Ich brauche aus. Also, okay. Hallo, Spa, Lutz. Ich wollte gerade sagen, ich brauche
Eisenklumpen aus Eisen. Ja, bring ich doch gerade. Nee, ich hab noch ein bisschen Eisen. Ich mach gerade bloß Laternen und ich wusste gerade nicht, wie ich Eisenklumpen aus Eisen kriege, weil ich bin dumm und ich spiele in die Mine gerade. Chi dumm. Ich bin dumm. Nein, bitte, da brauchen wir fucking viel Eisen für, fällt mir gerade wieder auf. Irgendwie ist es doof, was die machen. Wenn Lutz jetzt Corona-Hotline machen muss und da vorher degradiert wurde, dann wird er jedem Anrufer sagen, verreck in Hölle. Ich glaube, Lutz würde das besser machen als seine Schwester, die einfach sagen würde, ja, blöd gelaufen. Ist halt schon scheiße, wenn du mit was komplett anderem rechnest und dann heißt es, nö, du machst jetzt übrigens das, bumm. Einer der Songs in unserer Geil-Playlist, oder nicht Playlist, sondern in unserer Geil-Sammlung an Musik für Minecraft, ist böse. Ich glaube, es ist ein Galaxy-Song, aber einer davon ist böse, der dafür sorgt, dass die, dass halt die Streams dann im Nachhinein gemutet werden. Und kann dass man das genau auch, nachsehen? Und dass man auch bei YouTube Copyright-Dinger bekommt. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach, ich habe gerade Stream laufen auf YouTube, wo extra dran steht, ein Lo-Fi-Stream, wo extra dran steht, dass der Copyright-free ist. Naja, schreiben können das viele, aber ob das... Naja, aber wer das streamt, der muss zumindest die Rechte dran haben, sonst dürfte derjenige das genauso wenig streamen. Du also, schon, schon so hinhaut. Das muss aber aus der Adventure oder sonst was Playlist sein. Die Tag-Playlist hat bei mir noch nie Probleme gemacht. Okay, okay. Das kann sein, ich weiß es nicht. Ich hab alles zusammen. Ja eben, drum, das weiß ich ja. Ich hab meistens nur Taglaufen. Oder Höhle. Deswegen... Okay, wenn ich es finde, sag ich's dir. Okay. I'm looking for Chi. I'm looking for Chidem. Nein, der nicht Chidem, nur Chi. Er möchte nicht das Chidem. Was ist das überhaupt? Das Kingdom der Cheese ist das. Ja, das möchte ich wirklich nicht. Ich dachte irgendwie so eine Kondommarke oder so. The fuck? Das war ein Chidom. Ich bin nicht gegen Kinder. Warum sollte es eine Kondommarke in meinem Namen geben? Du bist nicht gegen Kinder, weil du sie aufisst. Alter, voll geil eigentlich für Kondomwerbung. Kannst du voll den guten Slogan machen. Die neuen so und so Kondome. Fickt euch. Das fand Chi gut, das ist Chi approved. Ja.